So oder so ähnlich kann man derzeit auch die Rolle der Europäischen Zentralbank beschreiben. Sie kann mit ihrem Geld die Märkte fluten, um den Druck von den Krisenländern zu nehmen, klar. Sie kann damit aber auch alles viel schlimmer machen und die Folge könnte Inflation sein. Morgen trifft sich der EZB-Rat in Frankfurt und der Chef Mario Draghi muss erklären, wie es weitergeht mit dem Euro. Anspannung bei den Finanzhändlern. Die Staatsschuldenkrise spitzt sich dramatisch zu. Schlagzeilen: Europas Spitzenpolitiker warnen vor dem Ende der Gemeinschaftswährung. Im Fokus Spanien und Italien. Sie zahlen hohe Zinsen, um von den Märkten überhaupt noch Geld zu bekommen. Gleichzeitig demonstrieren die Menschen dort gegen die verkündete Sparpolitik. Die bisherigen Rettungsversuche drohen an der Wut der Bürger zu scheitern. Die Politik bekommt die Krise bislang nicht in den Griff. Jetzt scheint nur noch einer helfen zu können, Mario Draghi. Er ist der Chef der Europäischen Zentralbank EZB. In der Krise könnte er zu Super Mario werden. Er will die Schulden starten und damit den Euro retten. Das machte er vergangene Woche klar. Innerhalb unseres Mandats ist die EZB bereit, alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir, das wird reichen. Siehe da, er sprach und die Händler beruhigten sich sofort. Zumindest ein wenig. Sie verlangten von den Krisenstaaten weniger Zinsen für Kredite. Doch jetzt wollen sie mehr als nur Worte. Super Mario muss Taten folgen lassen. Doch welche Möglichkeiten hat er überhaupt? Die EZB könnte Europas Banken noch mehr Geld zu noch niedrigeren Zinsen leihen. Aber die haben schon Billionen bekommen. Das Problem bleibt trotzdem. Sie leihen den Krisenstaaten Geld nur gegen hohe Zinsen, weil sie Angst haben, die könnten nicht zurückzahlen. Kein Problem. Die EZB hat ja noch mehr auf Lager. Die Holzhammermethode. Die Zentralbank kauft den Investoren und eventuell bald auch dem Rettungsschirm ESM die Schuldenpapiere der Krisenstaaten einfach ab. Der Nachteil, so landen die Milliardenrisiken bei der EZB. Vorteil, die Schuldenstaaten müssen weniger Zinsen zahlen. Hey! Die Holzhammermethode wirkt garantiert. Doch ist sie notwendig? Tatsache ist, die Zinslast Spaniens war vor der Euro-Einführung deutlich höher als heute. Noch deutlicher wird das am Beispiel Italien. Jahrelang konnte das Land eine sehr viel größere Zinslast schultern. Für Jörg Krämer, den Chefvolkswirt der Commerzbank, ist klar, die Länder könnten solche Schuldenlasten auch heute noch stemmen. Sie müssten aber mehr sparen und ernsthafte Reformen durchsetzen. Die Länder würden den Vorteil der Euro-Einführung, den würden sie verlieren. Und sie würden auf eine Zinslast in Prozent des Bruttoinlandsprodukts zurückkehren, die sie in den Jahren vor der Währungsunion schon hatten. Aber natürlich ist es schmerzvoll, sich an diese neue Realität dann anzupassen. Aber es wäre grundsätzlich möglich, weil in der Vergangenheit haben sie es ja auch gekonnt. Hinzu kommt, wenn die EZB hilft, dann tut sie das erstmal ohne Bedingungen. Das heißt, die Länder müssen keine Reformen durchsetzen. Was sind die Folgen? Beispiel Italien. Im November 2011 trat Mario Monti als Regierungschef an. Er wollte das Land mit Reformen endlich aus der Schuldenfalle führen. Wenige Wochen später aber beruhigte die EZB die Märkte mit 1 Billion Euro. Und heute? Heute muss man ganz klar feststellen, dass Monti kein Reformer mehr ist. Und das hat eine Menge damit zu tun, dass die Europäische Zentralbank Italien geholfen hat und so den Reformdruck sofort gemindert hat. Dabei sind es genau die Reformen, die auch die Märkte jetzt erwarten. Es reicht den Händlern nicht, wenn die EZB nur mehr Geld in den Markt pumpt. Thomas Cressin von PIMCO, einem der größten Käufer von Staatsanleihen weltweit, erklärt, die Händler brauchen jetzt vor allem Vertrauen. Was die EZB tun kann, ist wertvolle Zeit für die Politik zu kaufen. Wichtig ist aber zu verstehen, dass die Investoren der gesamten Welt momentan sich die Frage stellen, wie sieht die Eurozone in 3 bis 5 Jahren aus? Wo geht der Weg hin in Europa? Und diese Frage kann nur von der Politik beantwortet werden, nicht von der EZB. Die Super-EZB als Heilsbringer? Eher nicht.
Sie kann zwar die Schuldenkrise kurzfristig entschärfen, aber sie sorgt nicht für die notwendigen Reformen in den Schuldenstaaten. Weiteres Problem ist die Inflationsgefahr. Die EZB-Milliarden erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass unser Geld zumindest langfristig an Wert verliert. Auch wenn manche in der Krise darauf hoffen, vielleicht ist es besser, wenn er nicht zum Super Mario wird. Das Thema EZB also höchst umstritten. Bei mir im Studio ist der Bankenexperte und EZB-Kenner Professor Wolfgang Gerke. Guten Abend, Herr Gerke. Guten Abend, Herr Walle. Morgen trifft sich ja der EZB-Rat in Frankfurt. Wird dann eigentlich aus Mario Draghi der Super Mario? Das ist eine große Gefahr. Unnötig hat sich der EZB-Präsident unter Druck gesetzt. Er hat den Markt Erwartungen geweckt. Und wie soll er die erfüllen? Das darf man nicht vorher so ankündigen. Und die große Gefahr ist, dass er Rettungsaktionen startet, die zu Lasten von denjenigen gehen, die sich einigermaßen Maastricht-konform verhalten haben, zu Lasten von Sparern, die im Moment jeden Tag ärmer werden, weil die Geldentwertungsrate wesentlich höher ist als den Zins, den man auf dem Sparbuch bekommt, und womöglich in mehreren Jahren dann zu Lasten von denjenigen, die die Altersvorsorge für uns bezahlen sollen, denn dann wird das Geld eine wesentlich höhere Inflationsrate haben, insbesondere wenn der nächste Aufschwung kommt. Was spricht eigentlich dagegen, den permanenten Rettungsfonds ESM und die EZB quasi zusammenzubinden, sodass die den Druck von den Krisenländern nehmen? Oh, da spricht extrem viel dagegen. Es sind beides Institutionen, die so viel Geld in die Hand nehmen, dass damit der Druck auf diejenigen viel zu gering wird, die sich effizienter aufstellen müssen. Wir sehen das an Griechenland. Bis heute ist der öffentliche Dienst dort noch nicht auf ein akzeptables Niveau in der Leistungsfähigkeit gehoben worden. Dieser Druck, der war früher da. Da musste man dann seine Währung abwerten und wurde dadurch wieder konkurrenzfähiger, und insofern ist die große Gefahr, dass die EZB hier zu einer Bad Bank wird, indem sie immer mehr Geld druckt und immer mehr Staatsanleihen notleidender Länder aufkauft. Wäre das denn, wenn es denn so käme, noch im Rahmen des Mandates der EZB? Ein ganz heikler Punkt, also in meinen Augen auf keinen Fall. So wie ich mich damals für den Euro begeistert habe, war aber auch die Begeisterung für andere Verträge. Da war die Aufgabe der EZB ganz eindeutig Geldpolitik, so wie früher bei der Deutschen Bundesbank. Und heute ist sie immer stärker in die Fiskalpolitik hineingeholt worden, also in die Finanzierung von einzelnen Staaten. Das darf nicht die Aufgabe der EZB sein, das ist meines Erachtens vertragswidrig. Wenn morgen der EZB-Rat über die Zukunft der EZB tatsächlich dann redet, sind wir Deutschen da eigentlich noch richtig repräsentiert? Ja, das ist ein Vorwurf, den mache ich an die deutsche Politik. Man hat letzten Endes früher Repräsentanten, insbesondere Präsidenten Weber, im Regen stehen lassen. Ich denke auch an Herrn Dr. Starke. Wir sind unterrepräsentiert und wir können froh sein, dass Herr Weidmann da so noch der einzig Aufrechte ist, nicht, die Interessen der deutschen Sparer, der deutschen Rentner, Pensionäre verteidigt. Aber das ist zu wenig im Moment, und da hat auch Frau Merkel einen ganz schwierigen Stand, weil die Mehrheiten sind immer auf einer Seite. Herr Professor, jeden Tag kommt quasi eine neue Sau, die durch das europäische Dorf getrieben wird. Am Anfang hatten wir den Hebel, dann hatten wir Eurobonds, dann die Eurobills, jetzt haben wir die Banklizenz für den ESM. Blicken Sie da eigentlich noch richtig durch? Ja, das ist das, was mich so traurig stimmt. Ich bilde mir ein, durchzublicken. Natürlich habe ich auch nicht den Stein der Weißen, aber ich sehe so große Gefahren. In der Politik zu wenig Gehör. Und ich fürchte, dass die Rechnung, die wir bezahlen müssen, viel zu groß wird. Also diese Unsicherheit spürt man, und es ist schön, dass es Ihnen auch als Professor ein wenig so geht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Gerke.